Ich begrüße herzlich alle Zuschauer. Vielleicht darf ich mich mal vorstellen. Ich heiße Fuat Kent, bin gebürtiger Türke. Vom Beruf bin ich Musiker. Ich bin Pianist und Dirigent. Zur Taucherei bin ich ziemlich früh gekommen, und zwar durch den ersten Film von Jacques-Yves Cousteau, Le Monde du Silence. Ich war so begeistert, ich wollte unbedingt Taucher werden. Zu Hause habe ich also eine alte Siphonflasche geholt und mir auf den Rücken geschnallt und sagte, ich bin jetzt Taucher, und bin dann herumspaziert. Später habe ich diesen Traum verwirklicht. Ich habe eine Tauchausbildung gemacht bis zur höchsten Stufe und bin dann auch Tauchlehrer geworden. Also Tauchlehrerprüfung habe ich auch abgelegt und war jahrelang im Urlaub im Sommer immer wieder an verschiedenen Tauchbasen, verschiedenen Meeren als Guide und Tauchlehrer tätig. Mit der Zeit bin ich auch zu Greenpeace gestoßen, zu der Umweltschutzorganisation, und bin heute Taucheinsatzleiter für Greenpeace und bilde auch die Taucher aus, trainiere das Team und bin eben in diesem Bereich tätig. Also die Erfahrungen, die ich da sammeln konnte beim Tauchen unter wirklich erschwerten Bedingungen, die habe ich versucht, eben in die Konstruktion dieser Uhr hineinfließen zu lassen. Was macht die Uhr besonders, diese 20.000 Feet? Also 20.000 Feet, umgerechnet etwa an die 7.000 Meter Tiefe. Das sagt aus, dass die Uhr bis zu dieser Tiefe, beziehungsweise bis zu diesem hohen Druck von 700 Bar, das heißt 700 Kilogramm pro Quadratzentimeter, druckfest ist. Das ist eine extreme Druckfestigkeit, und es gibt eigentlich keine andere Uhr, die diesen Druck aushält. Was für eine Berechtigung hat heutzutage eigentlich eine Taucheruhr? Ja, man nimmt meistens einen Computer auch mit, der alles berechnet. Das tue ich ja auch. Aber ich habe die Uhr zusätzlich. Wenn der Computer einmal versagt, dann weiß ich immer noch, wie lange ich unten bin. Und ich habe auch einen mechanischen Tiefenmesser. Und das ist eben meine Sicherheit dann. Aber da könnt ihr einen zweiten Computer mitnehmen. Ja, das macht man manchmal auch. Aber das ist, also meine Ansicht ist, wenn man runtergeht, dann nimmt man nicht zwei identische Geräte mit, wenn der eine versagt, die andere funktioniert, sondern ich habe ein alternatives System, das immer funktioniert. Ja, die Uhr als Wachhund. Nein, nein, es ist nicht die Uhr, der Wachhund. Der Wachhund bin schon ich, ne? Also ich kann anhand der Uhr und des Tiefenmessers, die unabhängig sind vom Computer, immer den Computer auch kontrollieren, ob der richtig funktioniert. Also ich kontrolliere das selber, ne? Das sind verschiedene Instrumententypen, mechanische Uhr, mechanischer Tiefenmesser. So habe ich also immer die Möglichkeit, auch zu schauen, ob der Computer jetzt irgendeinen Defekt hat oder nicht. Was für Eigenschaften sollte eigentlich so ein Taucher aufweisen oder haben? Ja, natürlich, die muss dicht sein, wasserdicht, das ist ja klar. Aber da gibt es ein Missverständnis oftmals. Jetzt meint man, also meinen viele Leute, wenn ich tiefer ins Wasser gehe, durch den Druck, das geht irgendwie durch die Dichtungen, durch die Krone oder so, gehen die Uhr, und dann läuft die Uhr nicht mehr. Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Wenn ich also tief tauche mit der Uhr, das Gehäuse wird, Gehäusedeckel und Gehäuse werden zusammen, aus also Boden werden zusammengepresst, und das dichtet noch besser eigentlich. Aber es passiert Folgendes: Wenn ich also sehr tief gehe, wenn die Uhr sehr viel Druck kriegt, dann kann sich ein schwaches Gehäuse verformen. Und da ist eigentlich das Glas natürlich so, es ist ein extrem dickes Glas, und das Gehäuse ist so stabil, dass sich das nicht verformt und auch die seitlichen Drücke nicht mehr ausmachen. Also ich würde sagen, für einen Profi-Einsatz wäre eine Taucheruhr, sollte 500 bis sogar besser 1000 Meter dicht sein. Nicht, dass man dorthin geht, aber eben wegen der seitlichen Stabilität. Und das wichtigste Kriterium für mich ist auch die Ablesbarkeit. Weil der Computer hat Digitalanzeigen, und wenn es stockdunkel ist unten, da kann ich sie nicht mit der Lampe anleuchten, sie verblassen, da sieht man nichts. Aber die Uhr bleibt immer ablesbar und viel klarer. Also analog, und das erkennt man besser in schwierigen Richtig, Situationen bei richtig. Nacht oder wenn es dunkel Ganz oder genau, schlechte ganz Sicht. genau.
kann man analog anscheinend besser ablesen. Das kann man viel besser ablesen. Oder auf einen Blick weiß man also, wie das ist. Ja, die Uhr, wenn ich sie so anschaue, die hat ja gigantische Dimensionen. Die ist ja sehr groß und schwer. Die Dimensionen sind bestimmt durch diese Annäherung an die Kugelform. Weil eine Kugel ist das druckfesteste Gebilde. Das kann man sogar anhand eines Eis, eines rohen Eis, beobachten. Man kann also sehr tief ein Ei runter versenken, geht nicht kaputt. Mhm. Aber wenn man mit dem Finger an einer Stelle Druck bringt, ist die. Aber diese Form hält den Druck am besten aus. Ne? Und das ist annähernd natürlich dadurch, dass es da bis 7000 Meter also dicht sein soll, beziehungsweise druckfest sein soll, nähert sich so weit wie möglich der Kugelform. 7000 Meter, wie viel Bar sind denn das? Wie viel Bar Druck müssen die aussehen? Ja, das ist etwa 700 Bar Druck, das heißt also 700 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Ja. Gut, also man kann da anderer Meinung sein, man kann sagen, ja gut, 7000 Meter muss eine Uhr nicht aushalten, da geht doch keiner hin. Richtig, das ist ja wahr. Aber wozu läuft man eigentlich die 100 Meter in 9 Sekunden? Das braucht auch kein Mensch, oder? Also es gibt schon einen Trend auch, Rekorde zu brechen und also das technisch Machbare, die Grenzen des technisch Machbaren immer hinaus zu schieben. Wir, die Firma Montrechar Max, sind als Hersteller der Marke Swiss Military Watch heute zu Gast beim Tauchsport Laguna in Lindau am Bodensee. Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um insbesondere dem Besitzer, aber auch dem ganzen Team herzlich für diese Gelegenheit zu danken. Florian, herzlichen Dank. Danke, Frank. Gern geschehen. Jederzeit gerne wieder. Ganz besonderen Dank auch Ihnen, Professor Fuhr-Kent, für eure Unterstützung. Gerne geschehen. An der Entwicklung dieser und der vorhergehenden Uhren. War mir eine Freude. Für weitere Infos zu diesem neuesten Produkt aus unserer Linie Swiss Military Watch, der 20.000 Feet, können Sie sich direkt an mich wenden oder aber auf www.20.000feet.com weitere Infos anfordern. Ansonsten bleibt mir hier im schönen Lindau nichts anderes übrig, als allen Profi- und Sporttauchern gut Luft zu wünschen.